Ihr wollt 6K intern RAW aufzeichnen? Geht nicht? Geht doch mit der Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K. Vor einigen Wochen wurde sie vorgestellt, die Blackmagic Pocket Camera 6K. Erstmal fällt auf, so sehr Pocket ist sie nicht, aber im Vergleich zu großen Filmkameras ist sie halt Pocket. Hierbei handelt es sich um eine Cinema Camera und zwar im wirklich kleinen Format mit 6K Super 35mm Sensor und EF Mount. Das sind auch die großen Unterschiede zum Vorgänger. Die 4K Version hatte einen Micro Four Thirds Sensor, also ein bisschen kleiner, dementsprechend ein Kopffaktor von 2 und es gingen auch nur Micro Four Thirds Linsen rauf. Außer man hat einen Speed Booster von Metabones zum Beispiel benutzt. Hier haben wir jetzt einen Super 35mm Sensor. Das ist grob die Größe von einem APS-C Sensor. Und wir haben einen Crop-Faktor von grob 1,6. Wobei ich jetzt auch mitbekommen habe, dass Metabones auch dafür einen neuen Speed Booster entwickelt hat, der den ganzen Crop-Faktor auf 1,1 runtersenken soll. Damit hätte man sozusagen fast Full Frame hier in so einer kleinen Kamera mit 6K RAW interner Aufzeichnung. Circa 2.500 € kostet das gute Stück und wenn man überlegt, was für Specs da drin stecken und man das mit größeren Filmkameras vergleicht, die weit über 10.000, 15.000, 20.000 € kosten, dann ist das tatsächlich ein guter Deal und echt ein Schnapper. Und man muss dazu auch sagen, die Blackmagic DaVinci Resolve Studio Version, also die Vollversion, ist mit inbegriffen. Diese würde normalerweise ca. 300 € kosten. Bevor wir ins Innenleben der Kamera springen, schauen wir uns sie nochmal von außen an. Erstmal fällt auf, dass es hier einen großen Griff gibt, der liegt ergonomisch sehr gut in der Hand. Die komplette Hand wird hier umfasst. Man hat 2 Knöpfe, um die Videoaufnahme zu starten. Ein Knopf, um Fotos aufzunehmen. Man hat vorne ein kleines Drehrad, womit man Einstellungen vornehmen kann. Standardmäßig ist da die Blende draufgelegt. Aber wenn wir den ISO-Knopf, Shutter Speed oder White Balance antippen, dann können wir das damit verstellen. Außerdem kann man auch über den 5 Zoll LCD Touch Display alle möglichen Einstellungen vornehmen. Oben haben wir außerdem noch den Einschalter und 3 frei belegbare Knöpfe. Auf der Rückseite haben wir auch nochmal ein paar Knöpfe, um zum Beispiel die Framerate zu ändern, ins Menü zu gehen oder uns unsere Aufnahmen anzuschauen. Sowohl oben als auch unten befindet sich ein 1/4 Zoll Gewinde. Außerdem haben wir hier an der Seite ganz viele Klappen. Einmal ein 3,5 Klinke Mikrofoneingang, ein 3,5 Klinke Kopfhörerausgang, ein HDMI-Ausgang, eine 12 Volt DC-Buchse, ein Mini XLR-Eingang mit 48 Volt Phantomspeisung und ganz besonders ein USB-C-Eingang, womit man unter anderem die Kamera mit Strom versorgen kann, laden kann, aber womit man auch auf externe SSD-Festplatten aufnehmen kann und zwar in voller Auflösung. Und das ist etwas sehr Besonderes, was man auch schon vom Vorgänger der 4K-Version kennt, über den USB-C-Ausgang auf die Festplatten aufnehmen, denn ansonsten befindet sich hier ein C-Fass und SD-Karten-Slot, womit man auch aufnehmen kann. Auf SD-Karten kann man nicht in der vollen Auflösung bzw. nicht in den höchsten Qualitätsstufen aufnehmen. Auf C-Fass funktioniert das schon intern, aber C-Fass-Karten im Vergleich zu SSD-Festplatten sind wiederum deutlich teurer. Zudem befindet sich ein integrierter Timecode-Generator, der über den Mikrofoneingang gespeist werden kann und wo man dementsprechend die Kameras mit dem Timecode synchronisieren kann. Außerdem befinden sich am Gehäuse 4 ruckel- und windresistente Mikrofone, die zwar einen guten Sound aufnehmen, aber den kann man eher als Referenzton sehen. Der LCD-Display hat eine Helligkeit von 400 Nit, was ausreicht, um das Bild gut zu beurteilen, aber an sehr hellen Tagen empfiehlt es sich dann doch nochmal einen helleren Monitor zu nutzen. Was ich außerdem sehr interessant finde, ist, dass diese Kamera per Bluetooth auch mit einem Smartphone oder Tablet mit dementsprechender App steuerbar ist und einstellbar ist. Kommen wir zu einem der größeren Kritikpunkte an der Kamera und das ist die Akkulaufzeit, denn die beträgt offiziell grob 45 Minuten. Ich muss sagen, diese 45 Minuten mit einem Akku habe ich bisher nicht erreicht. Drin befinden sich
die von Canon üblichen LPE6 Akkus, also wer aus dem Canon Lager kommt und vielleicht ein paar von diesen Akkus hat, der ist schon mal bestens vorbereitet. Es empfiehlt sich aber auch, einen V-Mount Akku zu nutzen. Es gibt dabei verschiedene Lösungen von verschiedenen Herstellern, dabei gibt es so einen großen Akku, der hier unten ran befestigt kommt, der mit einem Adapter zum Beispiel in den Akkuschlitten kommt. Es gibt auch einen Batteriegriff für die Pocket, auch schon für die 4K Version, wo einfach zwei von den Akkus kommen, damit verdoppelt man die Aufnahmezeit. Aber wer damit wirklich viel filmen möchte, der braucht sehr viele Akkus, beziehungsweise sollte darüber nachdenken, andere Stromspeisungen in Betracht zu ziehen. Was auch passieren kann, ist, dass der Akku irgendwann einfach alle geht und das auch ohne Vorwarnung. Also man sollte immer die Anzeige im Blick behalten. Mit dem Super 35mm Sensor, der insgesamt 13 Blendenstufen Dynamikumfang umfasst, kann man in verschiedenen Auflösungen und Frameraten aufnehmen. Bis zu 6K RAW kann man aufnehmen, bis zu 50 Bilder die Sekunde. Wenn man 60 Bilder die Sekunde möchte, muss man runterschalten auf 5,7K oder 2,8K für 120 Bilder die Sekunde. Wobei man da sagen muss, dass der Kropffaktor deutlich größer wird und man dann im Windowed-Modus aufnimmt. 4K geht bei Blackmagic RAW jedoch nicht. Wer 4K aufnehmen möchte, muss auf ProRes umschalten. Da gibt es auch verschiedene Qualitätsstufen. Wie bei Blackmagic RAW gibt es 3.1 bis 12.1 RAW und bei ProRes von HQ bis Proxy alle möglichen Qualitätsstufen. Das finde ich an dieser Stelle ein bisschen schade und ist aber auch Meckern auf hohem Niveau, dass man da so ein bisschen eingeengt wird, dass ich zum Beispiel nicht 4K RAW aufzeichnen kann oder einfach 6K ProRes. Ich hatte ja schon gesagt, dass es hier vorne einen Fotoknopf gibt, womit man dann auch Fotos aufnehmen kann, die jedoch eher als Stills aus dem Video anzusehen sind. Diese werden jedoch gespeichert im RAW-DNG-Format mit 21,2 Megapixeln. Was auf jeden Fall die Kamera auch sehr besonders macht, ist zum Beispiel die Color Science, die auf der neuesten Generation von Blackmagic basiert. Damit werden die Farben und vor allem die Hauttöne noch viel besser und natürlicher dargestellt. Und ein wirklich spannender Punkt ist die native Dual ISO. Die liegt bei 400 und bei 3200. Das bedeutet, dass es bei diesen beiden ISO-Werten das geringste Rauschverhalten gibt im Vergleich zu anderen ISO-Werten. Im Menü haben wir alle möglichen Einstellungsmöglichkeiten, sowohl was das Display angeht, was wir einfach sehen. Wir können uns LUTs einschalten, Zebra, Focus Peaking und. Wir können auch die beiden Audio-Channels einzeln voneinander pegeln und brauchen nicht unbedingt einen externen Audio-Recorder. Und wir können auch unsere Einstellungen fürs Menü abspeichern und importieren. Kommen wir zu meinem Fazit zu der Kamera. Ich muss sagen, die Aufnahmen sind wirklich beeindruckend und die 6K mit einem Super 35mm Sensor in so einer kleinen Kamera einfach top. Also an den Aufnahmen kann ich nichts sagen, qualitativ einfach wirklich eine sehr, sehr gute Kamera und Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier nicht nur gut, sondern überragend. Für das, was man bekommt, zahlt man vergleichbar relativ wenig Geld. Hier muss man sich einfach im Klaren sein, dass es nicht nur mit dem Kauf der Kamera getan ist, sondern vor allem auch die Speicherlösung. Man braucht sehr viel Speicher, gerade wenn man in RAW filmen möchte. Nicht nur die Speicherkarten oder SSD-Festplatten zur Aufnahme, sondern dementsprechend auch die Leistung und auch der Speicherplatz im PC. Wer auf den 35mm 6K-Sensor verzichten kann und auf den EF-Mode, der kann ruhigen Gewissens zur 4K-Version, die knapp halb so teuer ist, greifen. Auch da ist die Studio-Version von DaVinci Resolve mit inbegriffen. Ich für meinen Teil konnte mich nicht so richtig mit dem MFT-Sensor und Mount von der 4K-Version anfreunden. Deswegen finde ich es gerade spannend, weil ich auch haufenweise EF-Mount-Objektive habe, dass es hier jetzt direkt einen EF-Mount gibt. Und mit dem Speed-Booster, womit man das auf 1.1 Kropffaktor reduzieren kann, finde ich das auch nochmal sehr interessant. Wobei der Speedbooster wahrscheinlich auch so seine 500-600 Euro kosten wird, das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. 6K intern RAW Aufzeichnung finde ich auch eine sehr spannende Option. Man muss aber dabei beachten, dass es hier keinen internen Bildstabilisator gibt. Auch Objektive, die mit einem Bildstabilisator versehen sind, funktionieren erst, beziehungsweise der Bildstabi im Objektiv schaltet sich erst ein, wenn man den Aufnahmeknopf gedrückt hat. Erst dann wird das mit Strom versorgt. Was haltet ihr dann vor der Kamera? Wäre sie was für euch oder sagt ihr, nee, brauche ich nicht, ist total blöd? Dann postet gerne eure Meinung mal unten in die Kommentare. Lasst uns da gerne weiter diskutieren. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und auch geholfen. Wenn dem so ist, gebt einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und verpasst keins meiner nächsten Videos mehr. Wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Video wieder. Bis dann.